Du bist der zweite Mensch, mit dem ich das mache. Also eigentlich meine Freundin, dann mit Lynn, also mit Lynn als erstes, dann mit meiner Freundin. Aber jetzt so mit dir als zweites via Facecam. Prost, mein Süßer. Okay. Nee, oh ja. Nicht mit Facecam oder? Nee, mit Facecam, mit Facecam. Hallo. Übrigens, hallo. Wir kommen wieder zurück zu Drunk Souls. Ja. Neue Runde, neues Bier. Ja, geplant haben wir ja schon echt ewig, ne? Ja, geplant haben wir das, habe ich echt. Du hast ja nie Zeit. Du hast nur die Bier hier. Ich würde sagen. Jawohl! Prost! Prost. Okay. Macht er nicht auch so einen Anstoß, Geste, nee. wenn er aufsteht? Doch? Doch, tatsächlich. Ja. Der Wahnsinn. Hast du das mal vor der Feuerhüterin probiert? Nee. Du kannst einige, das weiß ich. Bewegungen da vor der Feuerhüterin machen, dass sie dann interagiert. So, das Großding ist auch mit. Ehrlich? Ja. Was macht die da? Macht die dann? Nein, ich glaube, sie freut sich nur und dreht sich oder so. Ja, die hat nur so 2-3 Animationen, die macht, aber. Nein. Okay, das nein, sorry, nein. Sorry, nein. Willst du? Soll ich? Ist das Ding immer höher gerutscht? Du bist höher gerutscht, ja, das ist wirklich höher gerutscht. Ja, warte. Halt das mal fest. Ja, ich halte das fest. Zieh es mal richtig stramm. Wie wenn du was anderes machst. Ja. Okay, das ist sehr stramm. Das ist. Ja, so ist wieder gut. Hältst du, Mikro? Ja, lass die Wichsgriffel weg. Lass die Finger weg. Wer war du? Eigentlich bist du dran. Mhm. Du musst. Wir haben jetzt gesagt, dass wir ans Leuchtfeuer kommen, dass wir da auch. Ach so. Stimmt, wir haben gesagt, wenn wir ins Leuchtfeuer kommen oder genau. Wenn wir einen Boss killen oder wenn wir sterben, wechseln wir. Genau, sonst kommst du ja nie dran. Sag da, das sieht so geil aus. Ist das hinten auch ein Leuchtfeuer? Ein riesiges? Nee, das ist einfach so ein Feuer. Aber du kommst da bestimmt hin, Alter. Ja. 100%. Du kommst da überall hin. Das ist halt das Geile. Alles, was du siehst, und ich sehe gerade gar nichts mehr, einfach weil ich so angetrunken bin. Ich Gegner. Ja, ich weiß. Ich hole sie einfach an. Ich mache auch die fette Krabbe weg. Hä? Warum sind die denn so weit unten? Normalerweise laufen die schon längst, wenn ich da. Weil die Respekt haben. Ja. Vor wem? Respekt, Bitch. Ja, wow, ich habe keine Stamina. Danke für nichts. Fick dich ins Gesicht. Aber wir haben noch ganz schön viele Seelen, ne? Achso, die hätten wir vielleicht mal ausgeben können. Die hätten wir vielleicht mal ausgeben können. Was geht denn da? Ja, die hätten wir vielleicht mal ausgeben können. Tschüss. Komm gleich wieder. Es sieht verkehrt aus. Es sieht wirklich verkehrt aus, wenn er das tut. Ja, ein wenig. Ist das hier richtig? Da ist so eine scheiß Fliege oben rechts an dem Fernseher. Diese Fliegen. Das ist mir nicht einmal aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, muss ich wahrscheinlich richtig. Auf nichts anderes mehr achten. Der Wahnsinn. Wo ist der Feuerball? Das finde ich cool, dass die das auch da unten lang gemacht haben. Das ist doch das Volle. Das ist das Serie, dieser Pissrest. Prost. Ja. Das Breitschwert gab es noch damals bei Final Fantasy VII. Das war das Schwert von Cloud. Kennst du Cloud? Cloud Strife? Ja, ich kenne Cloud. Der ist geil. Der hat, ohne Scheiß, ich schwöre, auf alles, was du mir liebst. Das ist Großschwert, nicht das Breitschwert. Das nennt sich auch Breitschwert. Das ist in zwei verschiedenen Versionen. Das heißt einmal Großschwert. Also hier heißt es Großschwert. Okay, nee, warte mal, ich bin blöd. In dem einen Teil heißt es Breitschwert, in dem anderen heißt es Bastardschwert. Ach, du meinst bei Final Fantasy in den Teilen? Ja. Ja. Okay. Und hier gibt es das gleiche Schwert, also fast quasi als Großschwert. Genau. Ja. Und lustigerweise, die Schreiber haben gemacht, Cloud hat blonde Haare, blaue Augen, außer mit diesem Makro in den Scheiß in den Augen. Und das Lustigste ist, der hat am 11.8. Geburtstag. Ernst? Alter, ich bin Cloud Strife. Ohne Mist. Blonde Haare, blaue Augen und noch der Geburtstag. Ja, ich bin eigentlich blond. Das ist straßenglatter blond. Ich hab blond. Willst du mich verarschen? Du guckst mir so oft in meine Augen und weißt nicht, was ich. Nein, durch deine Cola-Flaschenböden. Ist das. Verfärbt sich die Augenfarbe in Tod. Wetten, wir haben zu wenig Seelen, so 5. Ja.
Ich kann es nicht sehen. Was haben wir? 30. Der Wahnsinn. Genau, 30 zu wenig. Der Wahnsinn. Ja, verkauf irgendeinen Schrott, den du noch im Inventar hast. Nee, ich nehme einfach, Geh eher zur Händlerin und verkauf irgendeinen Schrott. Das mal kaufen, das will ich nicht. Ja, guck mal, was jetzt 30 Seelen kostet. Ja. Ja, siehst du? Alter, das ist so eines der seltensten Fälle. Ich bin auf Null auf, ne? Ja. Weil ich meine, so Sachen, wie du jetzt verkaufst, das benutzt eh nie. Nö. Nimm Kondition. Wir haben ja gerade gemerkt, dass wir... Wir brauchen noch einen Schlag mehr. Ja. Und jetzt switcht sie direkt wieder darüber. Das ist halt ziemlich cool. Und dieses... Dieses Symbol mit diesen drei Menschen ist mir nie aufgefallen. Nee. Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Hast du noch Bier? Du hast noch Bier. Ich hab noch Bier. Ja, ich hab noch Bier. Prost. Wir könnten eigentlich bei diesem... Was? Ist hier nicht leer? Ja, das ist... Jetzt häng ich nach, ne? Mhm. Geil. Ja? Dieser Pissrest. Achso, ja. Ist schon warm, abgestanden und sehr lecker. Ja, traumhaft. Noch schlimmer ist es aus den Dosen, aber da war das war schon dosenähnlich. Ja, also der Dosenpissrest ist wirklich widerlich. Dosenpissrest. Hast du da wirklich diesen roten Augapfel im Inventar? Ja, ich weiß, ich muss das. Also ich könnte so gerne so handhaben. Ja, nee, wofür? Doch, könnten wir eigentlich mal machen. Weißt du echt, dass du auch gerade rausgehen kannst? Warte. Du warst eben mitgekriegt. Ich kann meiner Freundin nicht schreiben und dann und mit dir reden. Ich bin froh, wenn ich laufen und atmen kann gleichzeitig. Das ist der Wahnsinn. Ich bin so multi-unfassungsfähig. Okay. Wow, das funktioniert. Ich raste aus. Das ging jetzt schnell. Das ging wirklich schnell. Der Wahnsinn. Ich bin gespannt. Ich habe das in einem Part die ganze Zeit probiert. Das hat nie funktioniert. Nee. Und jetzt? Nein. Auch seitdem du da bist. Du bist ein gutes... Ja. Also wir sollten vielleicht die Grünen nehmen, dass wir uns ein bisschen Zeug holen. Du musst halt in den Bereichen, wo diese drei Männchen da sind. Da ist er! Musst du das machen. Ich habe ihn gesehen. Ich sehe voll fett aus. Er ist selbst tot jetzt, oder? Nein. Aber gleich. Ist er tot. Also halt ziemlich cool, also cool in dem Gebiet, ne, wenn du invadest, dass die meisten einfach... schon verrecken, ohne dass du was machen musst. Und wenn du dann rennst, du nur hin, gibst einen Schlag und fertig. Das Lustige ist... Und die sehen, glaube ich, zu zweit aus. Ja, ich gell, das dachte ich mir auch. Ja, genau. Ach, nein, das ist der ist auf deiner Seite. Nice! Nicht den, der ist auf deiner Seite. Ja, warte. Ihr Ficker. Ficken euch. Ich kann mich auch heilen. Ja. Aber sehr schön. Nein! Oh. Ich heil mich nicht. Ihr seht das nicht. Naja, also wie gesagt, im PvP finde ich es absolut ehrenlustig zu heilen, weil das ist einfach ein PvP, ne? Da sind beide einverstanden damit, dass man gegeneinander kämpft. Ja. Aber beim Invaden oder Invaded werden... Fuck. Halt... Ich hab eine Idee. Du rennst einfach weg und wartest, bis die Zeit rausgelaufen ist. Ja! Okay, cool. Nein, eigentlich habe ich keine Idee. Ja, das ist getroffen. Aber wie? Ja, der Verbindungsfehler. Ich hau einfach ab. Kriegen wir hin. Easy, kein Ding. Nein. Ich hab noch Feuerbälle. Oh, was? Ja, scheiße. Ist kein Ding. Bringen nicht so viel. Nein, die bringen nicht so viel. Ah, jetzt werde ich von hinten wie ein Sandwich. Der Wahnsinn. Tatsächlich sind im PvP zu viele Schläge einfach nicht gut. Mehr als 2-3 Schläge sollte man nicht machen, ohne danach wegzurollen. Ich habe eine Idee. Eigentlich habe ich wieder keine Idee. Mhm. Renn mal die Treppe da hoch. Vielleicht sind die... Ne, sind nicht mehr da. Und da sind diese zwei stärkeren Gegner. Freitod? Oh! Mein Gott! Ach, ich weiß, da ist eine Sackgasse. Ich bin am Arsch. Ja, dein Ernst?
Ja, ein ehrenvoller Tod, komm. Ja, der ehrenvoll war er. Ja, doch, ich bin tot. Ja, okay. Aber er verkniet sich. Er verkniet sich. Der Wahnsinn, das hat funktioniert und wir haben zusammen verreckt. Also, ich stehe jetzt genau vor dem Gegner, ne? Wenn ich da wieder... Dein Ernst? Nee. Ich bin mir gar nicht sicher. Das wäre natürlich ziemlich cool, weil dann könntest du auf jeden Fall... Nee. Dann könntest du ja das halbe Level... Ich wollte gerade sagen, deswegen habe ich verloren, weil die Steuerung falsch ist, aber... Müsste... Ach, da geradeaus, meinst du? Siehst du mal? Nö, wusste ich nicht. Okay. Weil er nie aus. Ja, gerade bei Dark Souls. Zumal diese Sperrviecher einfach mega nerven. Die auch. Die sind einfach nur hässlich. Wie du. Aber du nervst nicht so sehr. Siehst du, das ist schon zwischen dir und mir. Oh, oh, die sind auch nervig und fett. Ja, absolut. Okay, dein Schwert macht zu wenig Schaden für die. Ja. Macht das Schwert zu wenig Schaden oder bist du einfach zu unskilled? Also, die Waffen, die ich immer habe, die machen mit... Das ist einfach ein gerades... Also, Stamina-Verbrauch, machen die weg. Das ist ein gerades Langschwert oder das Astora-Schwert. Das ist nur gelevelt. Das ist einfach... Ja, klar. Habe ich eigentlich meine Seelen verloren, weil ich jetzt gestorben bin? Nee, du warst doch auf Null. Stimmt. Ja, wir waren ja auf Null, genau. Ist so ungewohnt, mal auf Null loszukommen. Ja, das ist der Wahnsinn, wie scheiße das Schwert ist eigentlich bei den Viechern. Ja, gut, man muss sich halt nur dran gewöhnen, ne? Ist das eigentlich Jesus? Ja, das ist Jesus, genau. Jetzt kommen die drei Heiligen und bringen Geschenke. Mit dem Kreuz auf dem Rücken? Ja, genau. Ja, aber warum hat er ein Kreuz auf dem Rücken? Der Wahnsinn. Nicht nur Jesus wurde gekreuzigt. Das war eine sehr gängige Methode damals. Ja, damals, das ist wahr. Eigentlich ziemlich ätzend. Mhm. Oh, hier gibt es doch auch irgendwo einen Shortcut, oder? Ja, genau hier, aber der ist ganz, ganz viel später. Hier ist eine Tür. Ja. Aber das dauert noch einen Moment, bis man da hinkommt. Das ist doch quasi ein Shortcut, der wirklich absolut sinnlos ist. Der bringt dir gar nichts. Außer, dass du ein Item kriegst oder ein Lizard? Nee, nix. Gar nichts. Nee. Da kommst du zu dem Lizard, kommst du halt von der anderen Seite in einem anderen Gebiet. Ja. Aber dieser Shortcut an sich bringt dir nichts. Toll. Ein Söldner-Doppelschwert. Und die sind ziemlich gut. Ja? Ja. Ich glaube, das ist doch jetzt ein Knochensplitter, ne? Nö, noch ein Kohle. Wofür ist das nochmal das für einen Schmied? Genau, das gibt es im Schmied. Und was macht er damit? Da kannst du mehr... Zeug machen. Zeug, ja. Genau. Mehr Zeug machen. 10, 16, was hast du? Okay, du hast jetzt 12 gemacht. Schade. Schwierigkeit. Okay, also entweder renne ich jetzt an dir vorbei oder ich probiere es. Ich habe den, glaube ich, noch nie geschafft. Den? So, in dem Bereich. Backstep so wenig, das ist schon, ja. Mm-hmm. Ich habe den auf jeden Fall mal bei meinem Hauptcharakter habe ich den gemacht. Okay. Also ich habe den schon besiegt, aber dann bin ich halt nochmal wiedergekommen, irgendwann, wenn ich stärker war, um Rache zu nehmen, ne? Quasi, ja. So. Jetzt musst du auf jeden Fall was trinken. Mhm. Und Brandbomben, das Brandbomben. Aber der zieht dir nicht so viel Stamina ab, ne? Naja. Ja, es geht eigentlich dafür, dass er so fett ist. Ja, das ist ja auch ein Schwert, was seit dem ersten Teil existiert, ne? Ja. Was der in der Hand hat. Ob sie. Oh, Glück gehabt. Das ist der Wahnsinn. Jetzt, komm schon. Jawoll! Trotzdem der Wahnsinn, Alter. Krass. Und was kriegst du? Nichts. Du kriegst nichts. Also wirklich wenig Seelen, aber. Also. War es 600, glaube ich, oder? Ich glaube, du hast gar nichts gekriegt gerade. Doch, Seelen habe ich bekommen. Ja, das hat das. Wow, das hat sich ja so gar nicht gelohnt. Nee, eigentlich nicht. Am Ende lohnt es jetzt. Ja, die Krabbe. Nicht mit der Krabbe, sondern das sind echt fette Items, gerade wenn du auf Pyromantie spielst. Ja. Das sind hier sehr gute Items, das ist, glaube ich. Ja, du bist zu tief. Jetzt müsste es gehen, ja.
So, Trick 17. Ach, hallo. Ja, genau, das ist Trick 17. Sie erstmal treffen lassen. Dein Ernst? Ah, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das war aber jetzt kein Trick 17, oder? Nee, eigentlich funktioniert es anders. Eigentlich. Da hat er mich gerade getreten. Der hat dich gerade getreten? Der hat mich gerade getreten. Du weißt, dass du beide getriggert hast und jetzt? Ja, das ist auch eigentlich der Plan. Der Plan war nur nicht, mich treffen zu lassen. Und was ist jetzt der weitere Plan? Das. Ah. Clever, die clever sind. Ah! Ficken. Okay, das war nicht der Plan. Das. Einer war schon besiegt. Ja, gut, einer ist tot. Und. Oh, nice! Ja, schon mal das Leuchtfeuer mitnehmen. Wenn wir sterben, können wir uns den Serien wieder abholen. Aber wir können sogar besetzen. Ja, siehst du mal, der kam nicht mit. Aber es ist nur noch der eine da jetzt, ne? Genau, genau. Und jetzt hier unten im Gebiet, in diesem Sumpfkack, können wir ein paar Telenscherben holen. Ach Gott. Um das Schwert aufzubessern. Hasse dieses Gebiet, ohne Scheiß. Ach, es geht eigentlich. Ich bin da immer nur wirklich durchgerannt und habe mir die Items geholt. Ich habe da nie wirklich viel Zeit verschwendet drin. Wo ist er denn? Da vorne. Hallo. Ich bin einfach eine Stufe zu tief gegangen gerade. Okay. Aha. Ist cool. Hoppala. Oh, das war knapp. So. Ja, nice. Special Trick 17. Aber wie auch einfach das Geräusch kommt von wegen Invader tot. Ja, und so. Ja. Sonst hier findest du nämlich unglaublich viele Tinnanit-Scherben. Coole Sachen. Ja, du hast auf jeden Fall mega viel Loot. Das auf jeden Fall. Und das Großschwert findest du hier. Okay. Das ist Scherbe. Ja, das ist schon mal gut. Ja, das ist das wie in der Schandstadt. Schandstadt heißt das. Ja, genau, sagte ich doch eben. Hast du Schandstadt gesagt? Nee, ich sagte eigentlich Schandstadt. Ah, oh, okay. Auf jeden Fall dasselbe. Du bist vergiftet, aber verlierst halt eigentlich kontinuierlich wenig. Ja, es geht echt. Ich finde, das Gift hier ist humaner als in den anderen Teilen. Ja. Zerfledderte Stoffmaske. Mhm. Das ist so eine Ninja-Maske. Hat die was? Kann die was? Sieht halt, wenn es. Ich würde das jetzt nicht machen. Cool, findest du nicht cool. Du weißt, dass bei dir da gerade ein Gegner ist. Und da hast du diese Masken. Du hast ihn gerade gekickt. Ja. Und da hast du diese Maske, siehst du das? Mhm. Ja, eine Gesichtsmaske. Also nur ästhetisch quasi. Ja, wie alles. Es bietet auch einen gewissen Maß an Schutz. Vom Mundgeruch vielleicht, ja. So, hier wollen wir gleich die Titanin-Scherbe. Noch eine? Das war jetzt die erste eben, das war eine erste Scherbe. Ach so, Titanin. Was wir schon machen können, ist zu sterben. Die einzelnen Feuer zu aktivieren. Ja. Wo du dann zu dem anderen Boss kommst. Ja. Da kannst du mich einfach durchrushen und die Feuer aktivieren. Und dann musst du dich nicht mit den ganzen Idioten beschäftigen. Aber wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich, weil ich zu wenig HP habe. Du bist von hinten geraped. Mit Sicherheit. Ja, der Rape Train hat keine Bremsen. Der Rape Train hat keine Bremsen. 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 Bremsen aus Airborne. Aus Airborne. Mit der Baronarne. Mit der Baronarne. Boah. Lass uns mal eine Baronarne essen. Oh, ich habe noch eine Pizza. Oh, stimmt. Ja, Mann, die müssen wir noch machen. Ja. Eine Willst Pizza, du das Video oder? Sehen oder kann ich skippen? Ja, skipp weg. Ihr kennt das ja eh schon. Du bist noch am Leben, leck mich am Arsch. Der Wahnsinn. Peng. Sie wollten nicht rapen, aber sie haben es geschafft. Du bist einfach zu schnell. I'm rape-alicious. Oh, boah, da gibt wahrscheinlich nicht mal einen Sinn, aber. Nein, Rapalicious ist es. Eigentlich, warte mal, Rapalicious, ich glaube, das hört sich eher pro an als. Ja, eigentlich schon, ja. Nehmen wir es einfach mal so hin. Ness. Apropos Rapalicious, ich habe heute gelesen, dass es. bei der besten Zeitung überhaupt. Bild. Ja. Okay. Das ist. Oder Facebook? Irgendwie sowas, dass es jetzt einen Anti-Vergewaltigungsring gibt für die Frau. Das habe ich tatsächlich gerade, als ich kurz bei Facebook online war, immer so im Klo warst, auch gesehen. Das ist so ein Ding mit Stacheln in der Trinne. Ja, genau. Wo dann irgendwie in irgendeinem afrikanischen Lama ist, glaube ich, wo er jetzt auch dagegen
gesprochen wurde, dass es ja Menschen unwürdig ist, dass ein Mann dann das Ding, also... Ich weiß nicht, ob es menschenunwürdiger ist, jemanden zu vergewaltigen oder das. Ich bin mir nicht sicher, ob die da die Rechtslage so ein bisschen unkommen. Also, ja, das ist halt die Frage. Du kannst das Ding halt auch sehr gut missnutzen, ne? Da ist ein Loch. Für was denn, dass du nicht vergewaltigt wirst? Nee, beispielsweise, du willst einfach deinen Ex-Freund ärgern. Okay, klar. Ich meine, stell dir mal vor, jetzt mal ohne Mist, stell dir mal vor, du machst das, also du bist einfach einer, der wird schon bei dem Anblick sehr, sehr schnell horny. Ja. Und der braucht nicht bei der Frau zu spielen, der geht einfach direkt rein. Mhm. Angenommen, du machst das aber mit deinen Fingern vorher, dann merkst du das ja. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich bin mir auch echt nicht sicher. Ob sich das dann auch so um die Finger wickelt. Und je nachdem, ja, mit Sicherheit, aber ist das Ding denn überhaupt breit genug? Dehnt sich das aus? Oder ist das für so Mini-Schniedelchen? Weil so ein Tampon ist ja auch nicht groß. Ich habe mir da noch nie so Gedanken drüber gemacht. Ich ja auch nicht, außer jetzt. Das ist gerade mit Sicherheit flexibel. Ich meine, so ein Penisring ist ja auch flexibel, ne? Wenn's, der sieht ja auch unglaublich klein aus, wenn du ihn so in der Hand hast, aber dann merkst du ja, dass er dehnbar ist. Richtig. Genau. Die Frage ist halt... ich schätze mal, das ist dann ähnlich. Wahrscheinlich, aber wahrscheinlich gibt's das Ding auch überhaupt nicht. Also... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich meine... Es gibt einen Film. Das ist Killer-Kondom. Das ist ein Kondom, was den Männern die... ne, abbeißt. Und es gibt noch einen Film. Das ist... Oh Gott, wie hieß der nochmal? Handjob Cabin. Genau. Da geht's um einen Geist, der die Männer durch Handjobs tötet. Wow! Ohne Fuck, ja. Durch. Habe ich letztens einen Trailer gesehen, ich habe mir noch nicht angeguckt, aber vielleicht sollten wir es einfach mal zusammentun. Also, den Film gucken. Ja. Natürlich hast du das gemeint. Klar. Natürlich. Der Handjob Kevin. Der Handjob Kevin. Vor allem Kevin! Kevin! Ach, Kevin! Ja. Es gibt so einen Film, der heißt, was mit Kevin. Ach, Handjob Kevin, die Kabine. Ja, genau. Ich hab verstanden, Handjob Kevin, da läuft so ein Typ rum und holt den Leuten einen runter. Nein, Kevin? Nein, Kevin, sowas sollst du nicht tun. Nein, das ist böse. Ich glaube, du hast ja, es gibt ja nicht noch eine Fake. Ja, genau. Geh nochmal zurück, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ja. Genau, geh nochmal zurück, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Warum weißt du das auswendig? Ja, weil ich das schon tausendmal gemacht habe. Drehzeit ist, ich glaube, du kannst hier oben nochmal abgrasen, gehen wir zum Leuchtfeuer und dann machen wir nochmal einen Cut. Hier kommt jetzt gleich ein Boss. Hä? Hier kommt jetzt gleich noch ein Boss, den können wir nochmal. Hier kommt ein Boss? Ja, dein Dark Souls 1 bester Freund. Ach ja! Ja, genau, der Wichser. Genau. Tatsächlich, ich habe, das ist schon ewig her, da habe ich Dark Souls 3 auch mal Gott zu besoffen gespielt. Da habe ich den First Try gepackt, ohne irgendwelche Probleme, ne? Kein Witz. Und sonst habe ich immer mega Probleme mit dem. Ich glaube, ich habe den aber auch beim First Try gemacht damals. Der ist gar nicht so schwer. Mit dem habe ich wirklich Probleme. Oh, der Mistsack. Das sag ich doch. Nee, warte mal, das war falsch. Das kriegst du nicht. Bier gegen Controller, das ist irgendwie nicht richtig. Das ist definitiv nicht richtig. Kettenhelm. Der hat aber auch so gar keinen Schaden genommen gerade, gell? Nee. Mit dem Ushikatana, so dieses Ninja-Schwertling da. Ja. Habe ich den, also als ich so betrunken war, gemacht. Das ging echt gut. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe, dass ich den so locker gepackt habe. Aber ich habe kaum noch den Bildschirm gesehen. Ich wusste nicht, was ich da tue. Auf einmal war er tot. Der Wahnsinn. Ja. Ja, so ist das manchmal besoffen. Komm, ich nehme einfach meine Blut. Und guck einfach mal, ob ich hier was finde. Nein, musst du nicht. Warum eigentlich? Ich falle nicht runter. Ach, wie blöd, das ist einfach nur so Bodentextur. Ich dachte, da unten wäre was. Guck mal, vielleicht ist da auch was. Wie? Versuch's mal. Nein, ich werde es nicht probieren, Alter. Ich habe gerade eine Glut genommen. Probierst du es doch. Okay, gib her. Never. Ich nehme meine Dunkelaxt. Mhm. Ja, die ist, vielleicht ist sie ganz gut. Ist halt langsam. Ich werde einfach zweihändig. Alter, ich brauche ein Schild. Ich bin Safety. Safety first und so. Safety first. Flick. Da
Den fahre ich auch gerade wieder runter, falls ich es nicht kriege. Ja, genau. Das ist immer nervig. So. Also mit dem Ding ist sieht schon cool, ne? Fancy aus, auf jeden Fall. So ein Ninja-Style. So, traumhaft. So, du Fettsack. Ist hier keiner. Nirgendwo. Nee, nicht mal der Mutter. Ach, nicht mal. Nicht mal die. Der Wahnsinn. Ich bewerf dich jetzt mit roten Augäpfeln. Du willst mich. Ja, komm, du bist süß. Okay. Ich will dich nicht treten, Alter. Ich will dich hauen. Das geht. Schreie nicht so an. Der ist auch sensibel. Der ist ein Scheiß. Der ist fett. Auch fette Dämonen sind sensibel. Nein, fette Dämonen sind, glaube ich, nicht sensibel. Ich bin nicht mehr stamina-mäßig. Oh, du Fettsack. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden. Oder? Naja. Ah! Ja, gut, du musst bedenken, normalerweise hat ein Boss ja so eine riesen lange Leiste, ne? Und jetzt auf diese kleine Leiste gezogen. Ja. Alter, kotz mich doch nicht an, du Fettsack. Nein! Ich bin weg. Versuchen wir es nochmal. Versuch was wert. Der Wahnsinn. Furchtbar. Ja, wie gesagt, das ist wirklich so. Es gibt sicher tausend von Leuten, die backen beim First Try und lachen sich jetzt darüber kaputt, ne? wenn jemand sagt, dass er schwer ist. Aber. Ist nichts mehr. Ist noch was Cooles? Ja, die Fäuste. Okay. Ja, die Zestus. Oder kommt ihm noch das Wunderglöckchen. Ja, genau. Das, oder ein Dreizack! Da! Bauernsreiter, ja, genau. Ich versuche mit der. Meinst du das Partisan? Ich weiß nicht, vielleicht ist dagegen. Die Partisane, du musst da umstellen. Ja. Weil du nicht normal bist. Doch, weil ich normal bin. Face der einfach gegen Stichschaden im. Was soll ich meine? Gedingst, ja. Genau. Also anfällig. Ja, sag ich doch. Wolltest du sagen? Nein, hab ich gesagt. Ja, ja. Du hast es nur nicht gehört. Ja, ich hab's. Der sieht so fancy aus. So, den fliegst du jetzt weg. Was ich beim zweiten Teil auch so geil fand, ist, dass du auf einmal. Du hast eine Secret Wall gestoßen und du warst auf einmal bei den Gargoyles. Mhm. Auch wenn die irgendwie zu sechst auf einmal da waren. Oder ja, so. Ja, ja. Aber es war geil. Einfach diese Nostalgie zu dem Teil. Ja, doch cool, ja. Au. Dein fucking Ernst. Alter, das ist doch. Das ist das eine Fotze, Alter. Das ist ein scheiß Ernst, oder? Spuck dich noch an, nachdem er dich hinter die Felsen geworfen hat. Ja. Absoluter Disrespect. Ja, absolut. Der. Dieser. Prost. Prost. Ficker. So, ich probiere nochmal die Herolds-Handschuhe. Ich glaube, hier mit dem. Ich finde die Optik ist auch ziemlich cool, wenn er so einen Speer in der Hand hat. Ja, gell? Das wirkt halt so 300-mäßig. Das ist Sparta! Ja, dass die Klamotten nicht passen und diese komische. Hey, der Kick war voll synchron. Ja. Ja, guck mal, ich bin ein Mutant. Du musst halt nur nackter sein und nicht so ein unglaublich anständiges Gesicht haben. Oh, guck mal, ich habe eine Fat Roll. Deswegen hast du wahrscheinlich verkackt. Oh, ja. Kann nicht sein. Ich nehme mal unser Lendenschutz ab. Ja. Unser Lendenschutz im Gesicht. Also quasi gerade als Sackfresse. Ja, quasi unsere betitelt. Sackfresse. Ja. Richtig. Wow, sind so gehalten. Nichts. Zu früh. Das war in die falsche Richtung gerollt. Nee, das war der Alkohol. Achso. Alter, du nervst. Bist so dick. Also machst du es besser weh als beleidigt. Wo ich noch treffen? Fuck. Oh, ho, 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 ho. Lass dich nicht greifen.
Nein, nein, niemals. Der macht echt mehr Schaden, oder? Der Wahnsinn. Ja, ein bisschen würde ich auch sagen. Fuck you! Ich hab gerollt! Du bist gar nicht so schwer. Du bist einfach nur fett. Das ist so Salinos. Ja, irgendwie schon. Ja, mach doch deinen Fettfurz! Fick! Und das siehst du auch gar nicht, oder? Nee, das ist absolut nicht, aber... Okay, einmal noch probieren. Nicht nur töten, nein, noch runterschmeißen. Ist halt echt so. Ja, noch einmal. Ansonsten. Noch einmal. Den haust du jetzt weg. Der Wahnsinn, das war so knapp, der hatte nur noch so einen Zentimeter, also noch ungefähr 10 Schläge oder so. Naja, denn sein Lebensleiste ist nur 2 Zentimeter lang, also. Und dein Penis. Ist ja. Und dann war er wie deiner. Ja, also nicht vorhanden. Also weg. Also furchtbar. Alles. Der Wahnsinn. Du weißt, dass du noch. Was willst du machen? Okay. Das dann eben. Sind jetzt nicht erstmal hier liegen, also den brauchen wir überhaupt nicht. So. Also, One Hit von ihm, ne? Gebe ich dir jetzt schon preis. Tatsächlich habe ich nicht das Gefühl, dass ein Dark Souls die Rüstung so viel was bringt. Meinst du? Das war kein richtiges Deutsch, ne? So viel was bringt. Also ich weiß, was du meinst. Ja, ja, aber. Ich meine, ob du jetzt mal einmal das Schild hochhältst und er ist damit er wegkloppt und dann wieder ausweichen musst, ob der einmal auf dich draufhaut und du dann. Auf dem Boden liegst du nochmal drauf, wenn du tot bist. Also im Endeffekt kommt alles auf sie wegrollen hinaus. Das ist wahr. Aber du willst wirklich ohne. Ich mach's jetzt ohne. Dann nimm die Items auch mit. Ablegen müssen. Macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. Ja, definitiv. Alter. Muss aufpassen, er greift dich jetzt gleich. Krass, nicht schlecht. Boah. Du hast genauso viel verloren, der Wahnsinn. Trotz Rüstung. Nice, sehr gut ausgewichen. Ja, das ist Zeit für dich. Ich glaube, das sind noch drei. Der Wichser! Fuck. Aber es war schon näher dran, ne? Es war schon sehr gut. Das war jetzt noch deine Pimmelgröße. Ja. So. Komm, ich probier's nochmal. Komm, ich probier's nochmal, du probier's nochmal. Ja. Am besten legst du das Schild noch an, da kannst du schöner rollen. Das Schild ablegen? Ja. Aber komplett wegmachen. Aus dem Inventar entfernen. Nee, das war falsch. Ich mach dir mit der Faust. Alles klar. Wo ist die Geise? Ja, ist die, genau. Dieses scheiß Umstellen. Gewöhn dir halt erstmal an. Gewöhn du es hier um! Sei verkehrt! Sei umgekehrt! Ich bekehre dich jetzt. Du bist umgekehrt. Alter, was für. Guck dir mal bitte. Also. Ja, der hat schon ein paar Abszesse da am Rücken, also. So richtig gesund sieht das nicht mehr aus. Meinst du? Ich glaube, das sieht schon sehr hardcore geil aus. Ich meine, was an dir hart er ist. So gesund sieht das nicht mehr aus. Na, guck mal. guck mal, wie behindert er das. So. Nee, das dauert viel zu lange. Ein langer Angriff ist scheiße. Ja, wenn er einmal schlägt, dann kannst du, glaube ich, mit diesem langen Angriff schon einmal hitten. Nur auf jeden Fall zweihändig. Wie schnell der Wichser ist auf einmal. Oh wow, eine Kugel. Daneben, kein Sack. Ach, dein Ernst! Wirklich? Komm schon! Ja, nee. Der Wahnsinn, zwei Hits. Ah.
Du wirst wahrscheinlich die nächsten 10 Mal noch sagen, komm noch einmal du, noch einmal ich. Ja, mach jetzt einfach noch mal du und dann... Mach dich einfach aus. Ja, dann machst du einfach, schmeißt du einfach den Fernseher. Ja, okay, alles klar. Der Wahnsinn. Dieses Scheißvieh. Ja, du musst es... Mach's richtig. Ja, das ist... Das war eigentlich gar nicht so kacke bei dem Boss mit den Armbändern. Damit du das auch immer triffst. Ja, das stimmt. Oder bei dem mit den Eiern. Mhm. Den du bei First Try eben gemacht hast. First Try, Alter. Ja, ich habe halt unglaublich oft wieder neu angefangen, ne, um irgendwie andere Builds auszuprobieren. Ja. Und das ist einer der ersten Bosse, den du machst. So, ja, klar. Und den habe ich so oft geskippt hier. Den hier? Ja. Ich meine, da hinten gibt es coole Sachen. Da gibt es, glaube ich, Funkeltitanik und sowas. Ja. Aber den musst du halt nicht machen. Ne? Der ist wirklich nur... Der ist halt einfach... Du kannst fahren, auch... Weil im Endeffekt kannst du einfach... Machen. Alter! Voll. Schild ist doch praktisch. Nee. Ich glaube, das war's. Also Rüstung ist vielleicht auch ganz nackig. So ganz nackig. Ich meine, du kannst ja auch mit deinem Spengel hauen, aber ich glaube, das ist One-Hit. Das wird wahrscheinlich, ja, genau. One-Hit und das komplette Spiel gewonnen wegen dieser Schalldruckwelle. Endgegner weg. Auch im tiefsten Tiefen. Dark Souls 4, 5, 6, Bloodborne 2, 3, 4, alles fertig. Alles kaputt. Ja, Platin. Weil du mit geschwängelt hast. Der Wahnsinn. So, ich stell's einfach nochmal um, damit's richtig ist. So, ja. Ich mache jetzt hier einen Schnitt. Alles Lächeln. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Tschüss.